Willkommen bei den Landkreis-News. Diesmal geht es um ein Projekt namens Pimp Your Town. Dies ist ein Projekt für Jugendbeteiligung von dem Verein Politik zum Anfassen. Wir haben uns mal umgehorcht und einige Akteure des Planspiels befragt. In dem Projekt geht es darum, dass Jugendliche lernen, wie Politik funktioniert und wie es ist, ein Politiker zu sein. Ich finde es cool, wenn so viele Schülerinnen und Schüler da sind, weil es so ein großes Gewusel ist und auch weil alle glücklich sind. Die Lehrerinnen und Lehrer sind glücklich, die Schüler und Schülerinnen sind glücklich und die meisten jedenfalls. Und auch die Kreistagsmitglieder sind glücklich und alle freuen sich, dass hier so viel los ist und Jugendliche sich so stark einbringen. Also ich muss sagen, ich finde das Projekt eigentlich echt super, weil es ist halt so eine Sache, viele Leute sagen einfach, ja, wir wollen, dass sich das und das ändert. Und ja, wir können vielleicht was bewirken. Zum Schluss und das Highlight unserer Ausstrahlung schalten wir nun zu den Landratsmitgliedern aus der Börde, die Kommunalpolitik aus erster Hand vermitteln können. Also ich glaube, es gibt nichts Spannenderes und Abwechslungsreicheres als die Kommunalpolitik. Man ist unheimlich viel unterwegs, man lernt ganz viele Menschen kennen und hat natürlich mit ganz verschiedenen Themen zu tun. Also man ist nicht, sag ich mal, in einer Schiene mit einem Thema nur unterwegs, sondern man ist wirklich mit allen Themen beschäftigt, natürlich immer nur in einer gewissen Tiefe, aber so tief, dass man mit den Bürgern ins Gespräch kommen kann und diese Themen auch präsentieren kann. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass junge Menschen sehr früh an solche politischen Instrumente, Organisationsformen herangeführt werden, weil ich mal wieder feststellen kann, dass vielen die Zuständigkeiten zum Beispiel in politischen Bereichen völlig unbekannt sind. Und das nicht nur bei Jugendlichen, auch bei Erwachsenen. Also insofern ist das eine wichtige Sache hier. Ja, ich würde das Projekt auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich war schon im vorigen Jahr dabei, fand das sehr gut und ich finde es auch sehr wichtig, dass die Jugend früh genug an die Politik herangeführt wird. Erstmal wird es Jugendlichen nahegebracht, das Thema Politik. Und wir hoffen, dass wir aus diesem Projekt heraus natürlich auch zum Beispiel Kandidaten für die nächsten Kommunalwahlen gewinnen. Das werden sicherlich alle Parteien sehr freuen, wenn auch Jugendliche sich dafür interessieren, in die Kommunalpolitik zu gehen. Und nur so kann man auch das Interesse wecken. Mit diesem Projekt gelingt es auf hervorragende Weise, Demokratie mal ganz praktisch erfahrbar zu machen und zu zeigen, wie das Ganze letztlich funktioniert, wie Meinungsbildung klappt, wie abgestimmt wird, wie man Mehrheiten gewinnt, wie man verliert, wie man damit umgeht. Also das, was man sonst nur aus der Zeitung allenfalls liest oder aus dem Internet oder aus den Medien allgemein, kann man hier mal praktisch ein wenig selbst erfahren. Also Pimp Your Town, Politik zum Anfassen, geht darum, junge Menschen an die Politik heranzuführen, eben genau dieses zu thematisieren, weil ich gesagt habe, Begeisterung zu wecken bei jungen Leuten, wie wichtig es ist, dass sich junge Menschen dafür auch einsetzen. Ich würde dieses Projekt mit wärmstem Herzen weiterempfehlen, weil ich seit Jahren, als ich noch Lehrer war, genau für diese Arbeit in den Schulen geworben habe und das auch praktisch durchgeführt habe. Das waren die Landkreis-News. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.